Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir haben hier das Vivo X80 Pro, ein super tolles Gerät aus dem Hause Vivo und schauen uns in diesem Video mal zusammen an, wie wir einen Klingelton ändern können oder überhaupt einen auswählen können und welche Klingeltöne uns Vivo hier mit auf den Weg gibt. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal ein paar Klingeltöne vom Vivo X80 Pro näher anschauen. Wir haben das Gerät ja hier vor uns liegen, ein schickes Gerät, ein tolles Gerät, was Vivo uns hier bietet. Kostet zwar auch seinen Preis, aber dafür bekommt ihr echt ein tolles Handy und da sind wir doch mal gespannt, was wir für Klingeltöne an Bord haben. Wir gehen einfach mal in unsere Einstellungen-App, das ist diese hier mit dem Zahnrädchen, klicken da drauf und dann scrollen wir in den Einstellungen angekommen ein bisschen nach unten und finden dann hier einen Menüeintrag Töne. Lautstärke bitte nicht stören, Hi-Fi, also wir haben hier verschiedene Einträge zum Thema Töne und Sound. Wir sehen jetzt hier verschiedene Regler für die verschiedenen Tontypen, zum Beispiel Medienlautstärke, Klingeltonlautstärke, Benachrichtigungen und Weckerlautstärke, das könnt ihr alles separat steuern. Und wenn wir hier ein bisschen weiter runter scrollen, dann finden wir hier irgendwo auch unseren Klingelton. Und da sehen wir Jovi Lifestyle, hier wo mein Daumen hin zeigt, das ist der aktuell gewählte Klingelton. Und wenn wir da mal draufklicken, dann sehen wir hier schon einiges an Tönen, wenn wir hier mal runter scrollen. Das ist eine ganze Reihe, die wir hier auswählen können. Ich werde jetzt mal so ein paar anspielen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze klingt und was hier für Klingeltöne drauf sind. So, angenommen, ich möchte meinen Klingelton ändern, dann habe ich das jetzt hiermit getan. Ich habe jetzt praktisch in der Liste einen ausgewählt und der letzte, den ich auswähle, bevor ich auf den Pfeil zurückklicke, da wo ich eben war, das wird dann mein neuer Klingelton. Wir sehen jetzt hier Xylophone Roll, das ist der letzte, den ich gewählt habe. Nur nochmal zur Vollständigkeit, das ist dieser Jovi Lifestyle. Das ist der ja, werkseitig eingestellte oder voreingestellte Ton, den ihr hier habt. Und ja, damit haben wir eben die verschiedenen Klingeltöne durch. Ihr könnt hier oben auch noch Vibrationseffekte auswählen, die dann irgendwie entweder auf den Klingelton zugeschnitten sind, Standard oder Auswahl aufheben. Okay, damit habt ihr dann wahrscheinlich keinen. Ich lasse es mal bei dynamisch und benutzerdefinierter Klingelton. Das gucken wir uns auch nochmal an. Da haben wir nämlich auch noch ein paar. Okay, die sind jetzt nicht so spektakulär. Gut, das sind eher irgendwie so ganz kurze Töne. Und das war es auch schon. Das sind benutzerdefinierte Klingeltöne, alles klar. Auf jeden Fall sehen wir, dass wir jetzt hier nichts weiter über eine SD-Karte oder so, wir haben ja auch gar keinen Micro-SD-Karten-Slot bei diesem Gerät, irgendwie zusätzlich einspielen können. Das heißt, ihr könnt dann eben aus diesen System Klingeltönen oder diesen benutzerdefinierten Klingeltönen auswählen. Aber es gibt ja hier eine Reihe Klingeltöne, ja, die ihr euch wählen könnt. Auf jeden Fall wisst ihr, wie ihr jetzt an die Stelle kommt, wo ihr, wenn auch ihr den nicht den werkseitig eingestellten Telefon oder Klingelton einstellen wollt, wo ihr dann eben einen anderen wählen könnt. Das sind auf jeden Fall unter anderem die Klingeltöne, die das Vivo X80 Pro hier bietet. Wählt euch eine vernünftige Melodie aus, um ja auch irgendwie individuell das Ganze zu gestalten, denn wenn alle Vivo X80 Pro mit dem gleichen Klingelton unterwegs sind, dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man da unter Gleichgesinnten ist, herauszufinden, welches Telefon denn gerade klingelt. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen kurzen Eindruck geben über die Klingeltöne beim X80 Pro. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dann! Tschüss!